11 Anzeichen dafür, dass deine Zwillingsflamme oder Soulmate-Union in der Nähe ist. Gelesen auf www.thetwinflameunion.com. Erstens, wenn du an deinen Zwilling-Seelenverwandten denkst, gibt es keine Negativität, Traurigkeit oder Wut. Es gibt keine Bedürftigkeit oder Besessenheit. Es gibt nur ein Gefühl der Liebe und Harmonie. Alle niedrigeren Schwingungen wurden beseitigt und du spürst ein Gefühl der Erneuerung in dir. Du weißt einfach, dass die Union dir gehört und du dort hingeleitet wirst. Zweitens, du bist glücklich, aufgeregt und ohne ersichtlichen Grund begeistert. In deiner unmittelbaren Umgebung oder den Umständen hat sich nicht viel getan oder verändert, aber du bist einfach nur glücklich. Du strahlst Liebe aus, ohne dass irgendwelche Umstände dich dazu veranlassen. Mit anderen Worten, du bist jetzt bedingungslos geworden. Drittens, du wirst nicht mehr den ganzen Tag gejagt, indem sich Zahlen und Synchronizitäten wiederholen. Viele Menschen finden Trost in den Zeichen und Synchis, aber sie sind tatsächlich als Kurskorrektur da und sie sind da, um dich auf deinem Weg zur Union zu unterstützen. 11.11 wird immer noch vorhanden sein, aber die Beschießung von Zeichen wird nachlassen, weil du jetzt auf dem richtigen Weg bist. Viertens. Viele, wenn nicht alle Aspekte deines Lebens sind in Harmonie und Einheit geraten. Deine finanzielle Situation, deine Lebensbedingungen und dein Arbeitsleben wurden deinen Anforderungen gerecht und du fühlst dich genau dort, wo du bist, sehr wohl und glücklich. Fünftens, du kannst fast alles im Handumdrehen manifestieren. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere. Sechs, du hast Ascension und Dark Night of the Soul erfolgreich durchlaufen. Ascension ist der Aufstieg und the Dark Night of the Soul ist die dunkle Nacht der Seele. Das heißt also, du hast die dunklen Aspekte vollständig durchlaufen. Zu einem späteren Zeitpunkt mehr dazu. Siebtens, du hast volles Verständnis dafür, dass es nichts außerhalb von dir gibt. Du bist dir völlig bewusst darüber, dass, wie auch immer du dich fühlst, es dies ist, was sich durch deine Umstände widerspiegelt. Du übernimmst die volle Verantwortung für das Leben, das du lebst, und du gibst keine Schuld mehr dort drüben oder dieser Person ab. Besonders nicht deinem Zwilling oder Seelenverwandten. Du bist dir völlig bewusst darüber und weißt, dass alles, was du erlebst oder jemals erlebt hast, lediglich eine Projektion deiner Gedanken und Gefühle war, die sich manifestierte. Achtens. Abgesehen von ein paar Unebenheiten sind deine Interaktionen mit den Menschen um dich herum sehr harmonisch. Du hast mit niemandem in deinem Leben ein gewaltiges Drama. Und diejenigen Energien, mit denen du Missverständnisse hast oder hattest, haben sich entweder gebessert oder sind vollständig verschwunden. Neuntens, es kümmert dich nicht mehr so sehr, ob du dich vereinigst oder nicht. Obwohl paradox, hörst du auf damit, dich so sehr um die Union zu kümmern, wie du es früher getan hast. Dies ist ein Zeichen dafür, dass du in dir vollständig geworden bist und dass du jetzt niemanden mehr brauchst, um dich zu retten oder zu vervollständigen. Du bist ganz und gar in Harmonie mit dir, was es deiner äußeren Realität dann ermöglicht, dir dies wiederzuspiegeln. Zehntens, wenn irgendwelche Argumente, Missverständnisse oder verletzte Gefühle in Bezug auf deine Zwillingsflamme oder deinen Seelenverwandten auftauchen, schaust du sofort in dich hinein und siehst, was sich in dir spiegelt. Du erledigst die Arbeit schnell und effizient, um den zugrunde liegenden Mangel zu identifizieren, von dem du glaubst, dass du ihn festhalten müsstest. Du beseitigst ihn, um vorwärts zu kommen. Du gibst deinem Zwilling oder sonst jemanden nicht mehr die Schuld, wenn eine Situation entsteht. Und du schlägst nicht herum. Du hältst deinen metaphorischen Spiegel hoch und schaust dich stattdessen selber darin an. 11. Du bist ein vibrierendes Match für die Union. Du fühlst dich in dir so, wie du es von deiner Union erwartest, auch wenn diese noch gar nicht geschehen ist. Dies macht dich zu dem Magneten für die Union und für die Erfahrung, dich dort hineinzuziehen. Du befindest dich jetzt
auf einer mit der Union identischen Schwingungsfrequenz.